die virtuelle Tastatur. Ich gehe einfach mal ins Internet, also sprich, wir starten dann jetzt eine Suchmaschine, suche nach irgendwas, finde hier, was ich wollte, drücke drauf. Browser ist jetzt schon recht schnell, wird aber noch optimiert. So, soweit. Was kann ich noch zeigen auf dem Homescreen? Auch wieder Multitasking, die Applikationen sind wirklich live. Das heißt, ich kann hier beispielsweise, ich gehe mal zu Google Maps, direkt auf dem Homescreen mit der Applikation interagieren. Oder ich zeige es mal hier beim integrierten Autoshop. Und auch die Informationen, die man hier zum Beispiel bei der Wetterapplikation sieht, sind wirklich live. Oder die aktuellen Headlines vom Hamburger Abendblatt sind auch tatsächlich live. Multitasking sei Dank, das heißt, ich kriege hier ohne eine Applikation zu starten einen schnellen Nachrichtenüberblick. Ich persönlich habe mir jetzt mal meine Utility-Applikation, Taschenrechner, Spruch des Tages, Telefonbuch nach unten gelegt, wogegen das, wo ich mich rasch über den die aktuelle Lage informieren will, nach oben gelegt. Und ich vermute mal, dass viele so ähnlich sich in Homescreen belegen werden. So. Vielleicht nochmal die Musik. Genau, die Musik. Genau. Genau, wir haben hier bei dem Gerät, wie ihr schon gesehen habt, USB-Anschlüsse und einen SD-Karten-Slot. Das heißt, ich kann direkt meine Peripherie anschließen, seien das jetzt Tastaturen und Mäuse, Festplatten, DVD-Player oder halt mal einen USB-Stick. Ich stecke den jetzt einfach mal rein. Es dauert eine Sekunde, das System erkennt jetzt den USB-Stick, überlegt sich, was ist denn wohl auf dem Stick drauf. Genau da, wo ich ihn eingesteckt habe, erscheint hier so ein kleines Symbol. Und ich sage, okay, sag mir mal, was ich jetzt damit machen kann. Ups, jetzt habe ich mich verklickt, tut mir leid. Schließe das mal wieder. So, das System sagt mir, aha, da sind Audiodateien gefunden worden. Und ich sage jetzt einfach mal, spiel mal bitte zufällig Musik ab, die jetzt auf dem Stick vorhanden ist. Der buffert jetzt rückwärts. So, jetzt spielt die Musik ab. Oder ich könnte jetzt hier einen Ordner öffnen und direkt irgendwelche OpenOffice-Dokumente oder auch Microsoft Word-Dokumente editieren. Oder mir Bilder von der SD-Karte beispielsweise anschauen. Das Gerät ist, hat zwar ein Linux unten drunter, aber die Touch-Oberfläche ist natürlich sehr speziell für das Gerät gemacht, sodass jeder Nutzer damit umgehen kann. Keiner muss Angst vor der Technik von Linux haben. Ich ziehe den Stick einfach wieder ab. Jetzt sind noch ein paar Sekunden gebuffert, also im Speicher. Das System wird jetzt gleich erkennen, dass ich den USB-Stick abgezogen hat. Musik hört auf zu spielen. Und die Navigation fährt sich wieder ein. Also wirklich super simpel für jeden Nutzer gelöst. Schön wäre nochmal, wenn wir die Widgets auch sehen könnten. Also sprich, wie ist der ganze Screen aufgebaut? Genau, also ich gehe jetzt hier mal in unseren Store, das heißt anpassen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, Mensch, ich möchte den News-Überblick an einer anderen Stelle haben. Oder ich sage, ich möchte ein neues Widget hinzufügen. Optisch wird es noch ein bisschen hübscher und attraktiver gemacht, aber letztendlich das Prinzip versteht man, glaube ich, schon. Ich habe hier meine typischen Kategorien auf der linken Seite, beispielsweise Büro und Finanzen. Klicke jetzt mal auf Büro und Finanzen, sage, ich möchte Kapital installieren, klicke auf die Applikation. Hier erscheint meine Applikation, ich positioniere die noch, drücke den Anpassen-Knopf wieder und habe meine Applikation auf dem Desktop installiert. Das war jetzt eine kostenfreie Applikation. In dem Moment, in dem ich jetzt eine kostenpflichtige mache, würde jetzt natürlich dann noch gesagt worden werden, wollen Sie das wirklich kaufen? Wir arbeiten dann mit verschiedenen Payment-Providern zusammen. Und auch die Verlage verlieren da ihre Kundenbeziehung nicht. Wir sind wesentlich offener als das iPad beispielsweise. Wir können jetzt zwar die Drehung ja nicht machen, weil es letztlich nur ein Vorführgerät ist, aber vielleicht wäre es nochmal ganz spannend, dass wenn du uns kurz erzählen könntest, was gibt es für E-Mail-Client, ist da letztlich IMAP und so weiter dabei? Genau, also es ist ein, auch da wieder, da wir ein Linux-System letztendlich unten drunter haben, das wir stark angepasst haben in den letzten Jahren, haben wir natürlich auch einen Open-Source-E-Mail-Client direkt auf dem Gerät, der natürlich auch IMAP und POP unterstützt, auch verschlüsselt. Alternativ kann der Nutzer natürlich ganz normal über den Browser sein, Webmail benutzen. Thema Open Source, wenn wir schon mal dabei sind. Ich starte hier einfach mal Open Office. Wenn ich zwischendurch mal schnell was editieren. Ups, könnt ihr das bitte nicht filmen? Das ist die Audio-Wiederherstellung. Ach so, das ist einfach, weil ich es vorhin ausgeschaltet habe. Ja, ich will es abbrechen. So, Entschuldigung. So, Thema Open Source, das war jetzt einfach nur Auto-Wiederherstellung von Open Office, das war kein Bug, das war ein Feature, tatsächlich. Also ich habe hier jetzt Open Office gestartet und kann hier jetzt natürlich tippen, ist jetzt ein bisschen unbequem für mich so von der Seite.
kann aber natürlich auch eine USB-Tastatur anschließen oder auch eine Funktastatur anschließen und eine USB- oder eine Funkmaus anschließen. Kann ganz normal mit dem Gerät interagieren und habe auch hier jetzt natürlich, jetzt sehen wir schon, jetzt laufen schon 6 Applikationen, News-Applikation, Foto und hier unten OpenOffice und sage jetzt, okay, in OpenOffice will ich wieder rein und kann weitermachen. Und auch hier, die Dateien sind nicht gesandboxed, das heißt, die zum Beispiel Downloads, die ich mit dem Browser mache, kann ich dann direkt in OpenOffice editieren oder Dateien, die ich vom USB-Stick hier ablege, da ist auch ein Dateibrowser installiert, kann ich dann, was weiß ich, Musik kann ich sofort in meinem Musikplayer dann abspielen, auch wenn ich den USB-Stick wieder rausgezogen habe. Vielleicht noch ein Wort zu Android oder anderen Apps. Das ist letztlich so, dass wir es momentan nicht sehen können, aber es wird letztlich so sein, dass hier das alles noch machbar ist. Genau, also ihr habt es gesehen. Ja. Konkret zum Beispiel das Stern-E-Magazin, das ist mit Adobe Air implementiert worden. Wir dürfen das jetzt gerade noch nicht filmen, weil die Markteinführung von dem Stern-E-Magazin später passiert und von Gruner und Jahr letztendlich da die Kommunikation gemacht wird. Also Adobe Air läuft reibungslos. Es läuft auch Flash im Browser, das zeige ich gleich mal. Und es laufen auch Android-Applikationen, da gefällt uns aber die Art und Weise, wie wir die Oberfläche noch nicht gemacht haben, wie wir sie gemacht haben, noch nicht optimal. Da tun wir noch ein bisschen dran. Der Nutzer wird keinen Unterschied erkennen. Also der sieht auch hier an dem Button nicht, dass das Adobe Air ist. Welche Technologien unten drunter sind, der normale Nutzer ist daran nicht interessiert. Der Power-User kann das Gerät in den Expertenmodus schalten und vorbei am Store Applikationen direkt vom USB-Stick beispielsweise drauf installieren. Verliert dann aber den Support für die Software. Also das ist quasi ein zugelassener Jailbreak, wenn man so will. Die Garantie für die Hardware besteht natürlich weiterhin. Ich zeige mal kurz Flash, dass man das auch mal erkennen kann. Ich mache jetzt was ganz Einfaches. Ich gehe mal hier einfach zu YouTube. Na, da gibt es irgendwie ein kleines Touch-Problemchen noch. So, ich gehe mal hier zu YouTube. Was haben wir hier? Genau, ich bin wahrscheinlich gerade zu doof. Ich habe hier eine raue Haut am Finger. Wahrscheinlich habe ich nicht genug geleitet. Und nehme mir jetzt irgendein Video. Was weiß ich, was gefällt mir denn hier? Keine Ahnung, Let's Dance klingt gut. So, man sieht hier schon auf den ersten Blick, da lädt Flash. Der Film spielt sofort ab, ganz normal. Das Ganze natürlich nicht nur mit Filmen, sondern genauso gut auch mit Flash, wenn es für die Navigation, gerade in Shops, sehr viele Shops setzen Flash für die Navigation ein oder auch für die Präsentation von Produkten, läuft reibungslos. Natürlich kann ich das Ganze jetzt auch mal in Fullscreen-Modus starten. Momentan ruckelt es noch ein bisschen, wir arbeiten mit Adobe zusammen an einer optimierten Version von dem Flash-Player, konkret für dieses System. Das heißt, zum Marktstart im Juli, wenn die ersten Geräte rausgehen, ruckelt hier überhaupt nichts mehr. Wir haben eine HDMI-Schnittstelle drin und in der großen Version auch einen Full-HD-Chip, sodass man auch Full-HD-Videos völlig problemlos sehen kann. Super. So, was wollt ihr noch sehen? Was habe ich noch vergessen? Ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles gesehen, was wichtig war. Den Desktop kann man doch auch bewegen, indem man direkt drauf packt. Ja, klar. Ne? Genau. Ja, super. Klar, also ich kann hier. Ja, das war schon richtig. Vielleicht, also ich meine, was man vielleicht höchstens mal ganz kurz noch zeigen könnte, wenn die Schnittstellen, die vielleicht ganz spannend sind, auch das erwähnen, dass hier letztlich ein Mikrofon mit drin ist und eine kleine Cam. Genau. Das ist vielleicht eigentlich noch ganz spannend und die Schnittstellen, die wären natürlich auch nochmal ganz, ganz toll. Ja, dann haben wir das andere Gerät. Das ist ja noch besser. Ja, also zu den Schnittstellen. Also einerseits ist natürlich ein Lautsprecher drin. Wo ist er hier? Es ist ein Mikrofon selbstverständlich drin. Es ist hier oben eine Kamera drin für Skype Videochat beispielsweise oder andere Applikationen. Wir haben hier 2 USB-Slots, wo man Standardzubehör anschließen kann. Wir schalten nach und nach Treiber frei, sodass man zu irgendeinem Zeitpunkt wird man auch DVB-T-Sticks anschließen können. Wir wollen aber, dass die Installation für den Nutzer absolut seamless ist. Deswegen müssen wir da für die unterschiedlichen Gerätekategorien immer noch mal ein bisschen ran. Wir haben einen HDMI-Anschluss, das ist super gut, um das Gerät nicht nur an den Fernseher, sondern übrigens auch an den Beamer anzuschließen. In vielen Situationen hätte man das ja auch gerne, da gibt es entsprechende kleine Kabel, die das konvertieren. Wir haben eine SD-Karten-Slot, hier ist der Kopfhöreranschluss, Standard-Klinke, also auch kein Problem. SD-Karten-Slot ist ein Standard-SIM, nicht SIM-Locked, sodass man jeden beliebigen Mobilvertrag damit kombinieren kann. Entschuldigung, das hier ist der SIM-Karten-Slot, das ist der SDHC-Slot für Karten, die man typischerweise in MP3-Playern oder in Kameras verwendet. Das hier ist der Stromanschluss, ansonsten haben wir hier eigentlich nichts mehr.
was das da ist, verraten wir noch nicht. Und Kamera habe ich gesagt, Beleuchtungssensor, Bewegungssensor. Damit haben wir eigentlich alles abgedeckt, was wir brauchen und viel mehr Flexibilität natürlich als das iPad. Vielen Dank.